Moin Leute und herzlich willkommen zur dritten Folge von Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle. Wir spielen aber nur Strahlender Diamant und gucken uns mal hier ein bisschen um. In Jubelstadt, können wir hier schon lang oder werden wir schon aufgehalten? Nee, können wir lang? Hier können wir lang. Route 218. Okay, hallo. Ich habe mich auf Route 218 mit meinem Freund verabredet, aber er ist nirgends zu sehen. Ja, dann hat er dich wohl verarscht. Wingul. Gul. Gul, gul. Hier haben wir haben leider noch keine Angel und können uns hier keine Pokémon angeln. Naja, dann kommt der Enokapador. Ich denke mal, wir gehen hier hoch. Nach. Ah, ne. Das ist nur ein Schild für Jubelstadt. Route 204. Hier ist eine Trainerin. Ich habe mal Shinux einfach mal nach vorne gepackt. Muss Pamflam nicht alles alleine machen. Dafür haben wir die anderen Pokémon ja noch. Bidiza. Los, Shinux. Okay, das hat nichts wirklich abgezogen. Was sieht denn Tackle? Ja, das sieht ja auch gar nichts. Okay, bedient das Level 7. Okay, Shinox. Naja, muss eben Pamflam wieder rein. Los, du schaffst es, Pamflam. Ja, erstmal nach oben boosten, gar kein Bock. Und die Glut kommt in Bidiza. Oh, ein Volltreffer. Ja, das wird dir nicht viel bringen. Weil jetzt bist du down. Bidiza wurde besiegt. Oh, jeder hat einen Stufenaufstieg. Oder Levelaufstieg. Flammflamm Level 9, nice. Shinox 7, Gott 5. Staralili auch 5. Oh, Ruckzuckhieb. Das hört sich doch mal ganz nice an. Kriegst du gleich einen Starkanfall oder warum zitterst du so? Ja, nee, nicht Bericht. Pamflam kommt wieder nach oben. Ist das auch ein Trainer? Ja. Wer hätte gedacht, das ist kein Trainer, weil der sich so komisch ins Gras gedreht hat. Knut. Okay. Knirps Knut. Carpador. Ja, top. Da bin ich mit dem Feuer-Pokémon vorne gut ausgerüstet. Ja, aber naja, das kann ja eh nur Platscher. Platscher, nichts geschieht. Nochmal Platscher, das wird dir auch nicht noch mehr bringen. Wie er auch so motiviert da hinten rumsteht. Aber Carpador ist besiegt. Bringt dir nicht viel. Das nächste wird sein Staralili. Hier hätte man eigentlich mit Shinox gut rasieren können. Aber naja. Alter, was war das gerade für ein Salto? nochmal eine Glut und damit ist Staralili besiegt. Hat er noch ein Pokémon? Ich denke nicht. Ja, das ist doch super. Dann haben wir diesen Kampf auch gewonnen. Außer er hat jetzt noch eins. Nein, hat er nicht. Okay. Ja.
Ist ja nicht so, dass du nur ein Carpador und Staralili hast, wovon das Carpador nicht einmal wirklich angreifen konnte. Aber naja, ist das auch eine Trainerin? Was gibt's denn hier noch so im Gras? Oh, ein Knospi. Ja, das haben wir noch nicht. Aber fangen werde ich es jetzt nicht. Aber besiegen werde ich es mal. Als ob es kein One-Hit-KO ist. Wachstum. Ja, okay. Glut und Knospis ist besiegt. So. Ja, ist eine Trainerin, okay. Der oben rechts vielleicht auch, aber ich glaube nicht, weil er sich zu den Bäumen dreht. Tina. Ich höre Tina. Knospi. Hello again. Sehr effektiv. Glut. Ich hätte jetzt gefühlt, wäre das ein One-Hit-KO gewesen. Einfach zwei Level drüber und von der Trainerin. Okay. Okay. Aber das wird dir nicht viel bringen, Knospi. Oh, hier da auch nochmal einen Stufenaufstieg. Oder Levelaufstieg. Ich sage immer Stufenaufstieg. Aber ist ja das gleiche eigentlich. Ladevorgang. Mann, Was mit dir? In der Höhle blockieren viele Felsen den Weg. Mit der App VM-Attacken des Poketesh kannst du sie vielleicht aus dem Weg räumen. Was für eine App? So, dann wollen wir auch mal direkt in diese Höhle reingehen und gucken, was der Jute-Typ hier so meint. Ach so. Gegengift. Ja, okay, hier kommen wir schon mal nicht weiter. Aber wo müssen wir denn jetzt nochmal lang? Ich habe das Spiel so lange nicht mehr gespielt. Wo musste man lang? War das? Ja, hier lang. Wie sieht es bei den Pokémon aus? Oh, passt noch. Ah, da ist Flo. Na, wie sieht's aus, Jordan? Sag schon, hast du in letzter Zeit stärker, bist in letzter Zeit stärker geworden? Ob ich auch stärker geworden bin? Also wirklich, sieht man das nicht? Sieht man das nicht? Sicher bin ich das. Los, ich beweise es dir. Okay, Kampf gegen Flo. Rivalen-Battle. Staralili. Gegen Pamflam. Pamflam macht das ja alles im Alleingang, außer vielleicht das Plinfa. Kurz vergessen. Nicht übermütig werden. Das war zu schnell weg, das konnte ich nicht lesen. So, wir wechseln direkt mal auf Shinux, würde ich auch sagen. Jetzt als nächstes Plinth ein. Wir wechseln auf Shinux, auch wenn er angeschlagen ist. Egal. Mann, ey. Das fuckt mich zurzeit richtig ab. Dieses scheiß Husten. Donnerschock. Los, Shinox. Donnerblitz. Genau. Donnerschocken natürlich. Los, Bodo. Rührups-Attacke, los. Klaps.
Los Bodor, Rübsattacke. Hat viele KP verloren, bla bla bla. Setzt jetzt einen Trank ein? Nee. Wäre aber schlau gewesen. Hätte eh nichts gebracht. Ich hätte eh am Ende eh gewonnen. Und Blindwar ist auch besiegt. Von wegen, du bist stärker geworden. Nice. Staralili auch Level 8 jetzt. Was? Du willst mir weismachen, dass ich verloren habe? Ja. Du hast verloren. Ich habe verloren? Aber eins sage ich dir. Das war das letzte Mal, dass ich verloren habe. Denn ich werde mich zum stärksten Trainer mausern, den die Welt je gesehen hat. Ja, träumen wir weiter. Als erstes knöpfe ich mir gleich mal den Arenaleiter von Erzeling vor. Ich werde wie verrückt trainieren. Ja, das kannst du gerne machen. Wir gucken mal direkt, was es hier noch so gibt. Vielleicht gibt es hier mal was, was wir noch nicht gesehen haben. Sowas wie Staralili zum Beispiel. Ja, da können wir eigentlich direkt wieder flüchten. Das müssen wir uns jetzt nicht antun. Aber mir fällt gerade ein, im Steuerkreuz kann man normal laufen. Und wenn man sprinten will, kann man auch B drücken. Ah. Aber ich benutze lieber das Schiebepad. Stand bestimmt auch in dieser Anleitung, aber ich lese mir sowas durch. Warum auch? Okay, der hat zwei Pokémon. Knips Philipp. Bidizar. Okay, wir sehen zurzeit nur Bidizars und Staralilis und vielleicht Chinox. In der jetzigen Zeit. Kratzer. Als ob der das überlebt hat. Naja, egal. Noch ein Kratzer. Und Bidizar ist down. Und diesmal kein Levelaufstieg. Zubat. Auch mal was Neues. Zubat hätten wir auch, glaube ich, sehen können in der Höhle, wenn wir da ein Pokémon dann. Also wären wir da ein bisschen rumgelaufen und hätten Pokémon da encountert. Dann hätten wir vielleicht auch ein Zubat gesehen. Aber dieses Zubat sehen wir nicht mehr lange. Weil es gleich besiegt. Wenn Palmflamm nicht sich selbst in die Fresse haut. Come on. Wie kann man nur so dumm sein? Mann, ey. Jetzt aber Glut. Handflamm. Ich verliere den Glauben an dir, wenn du jetzt stirbst. Du setzt jetzt Glut ein oder du stirbst. Bitte. Ja, bist tot. Hast dich halt einfach selbst besiegt. Du bist einfach inkompetent. Panflamm, Junge. Müssen wir gleich unnötig zum Pokémon Center rasen. Komm, Bidizar, du machst das doch. Du bist der Gott. Der Gott der Götter. Siehst du, One-Hit Bidizar. Und Bidizar ist nochmal ein paar Level unter Panflamm. Er ist einfach wirklich der Gott. Was steht hier eigentlich noch drauf? Ah, eine Route 203. Nach links geht es zu Jubelstadt. Da sind wir auch gerade. Und ja, heilen mal kurz das Team auf. Unter anderem auch das Panflamm. Ne, hier geht's noch nicht rein.
Hier oben holen wir uns noch das Item. Einen Pokéball. Nice. Den können wir gut gebrauchen. Hab ich schon gegen dich gekämpft? Anscheinend. Oder sie ist keine Trainerin. Tipps für Trainer. Pokémon-Attacken verfügen über Angriffspunkte, AP. Ja. Bla bla bla. Hier oben liegt Pokéball. Ja, hier ist der nächste Trainer. Der nächste Knirps. Knirps Detlef. Detlef die Soest. Oh, ein Zirpuze. Das haben wir heute noch, das haben wir noch gar nicht gesehen in dem Game hier. Aber ich weiß, dass es das auch irgendwo hier schon gibt. Ich glaube, das kann man hier irgendwo, glaube ich, im Gras kriegen. Bin mir aber nicht sicher. Ist, glaube ich, aber ganz schön selten. Glaube ich zumindest, weil ich habe es bis jetzt noch nicht gesehen. Oder es kommt erst jetzt auf der Route hier. Da waren wir ja bis jetzt nur einmal im Gras mit Staralili. Ja, Staralili haben wir da, glaube ich, angetroffen. Aber ja. Wir gehen mal hier hoch und da direkt die nächste Trainerin. Alter, wir werden hier nur mit Trainern überflutet. Oder? Ja, dachte schon, weil das so eine komische Sequenz da kurz reinkam. Annette. Annette, die Nette. Die Göre wieder. Bahnflamm. Macht Glut und tötet das Bizar. Weil es ist nur ein Fake. Weil wir haben das echte Bizar. Das Gott Bizar. Staralili kommt als nächstes. Wir kämpfen weiter mit Pamplam. Und setzen mal eine Glut ein. Das Staralili kann mir nicht so viel anhaben. Kratzer und Staralili ist down. Ich muss auch sagen, Staralili ist eins der besten Vogel-Pokémon, wenn nicht sogar das beste Vogel-Pokémon, was man am Anfang kriegen kann. Sonst ist vielleicht noch Fiaro noch vielleicht ein bisschen besser, aber Staraptor schon, dann nach Fiaro, dann danach schon der beste, wenn nicht sogar noch stärker als Fiaro, bin mir nicht sicher. Aber muss jeder für sich selbst wissen, was er am stärksten findet. Ist das der nächste Trainer hier? Dann gucken wir lieber mal im Gras, was wir vielleicht noch so irgendwas finden. Oh, ein Abra. Ein Abra, das ist sehr interessant. Das nehmen wir mal mit, würde ich sagen. Müssen wir direkt den Ball werfen, weil ich glaube, es würde sonst Teleport einsetzen. Komm, bleib drinnen. Nice. Klasse. Abra wurde gefangen. Abracadabra. Der Gott ist jetzt auch Level 8. Abra bekommt keinen Spitznamen. Aber gehen wir hier außen rum und können uns hier das Item gleich krallen. Ja, Staralili, dich haben wir schon genug heute schon gesehen. Da kannst du auch gerne mal wegbleiben. Da flüchten wir direkt mal. Eine Sprühdose Schutz. Nice. Okay, ich finde diese komische Animation, wenn... Wenn man einem wilden Pokémon im hohen Gras begegnet. Ich finde diese... das kommt immer so... Zack, so einfach... Es ist jetzt da.
Ohne jetzt so einen Vorspieler. Das finde ich irgendwie weird. Weil du läufst so durchs Gras und dann denkst du so, hä? Ach so, Pokémon. Weil es direkt... Das ist wie wenn du bei einem Video einen Cut setzt und dann keinen Übergang zur nächsten Szene rüberlegst. Das ist lost. Also ich find's komisch. Ja, wir kämpfen mal mit ihr hier direkt. Und dann noch mit dem Jungen da unten, falls da noch ein Trainer ist. Ja, falls er halt ein Trainer ist. Medeline? Keine Ahnung, kann den Namen nicht aussprechen. Auch ein starrer Lilly. Sehr spannend hier diese Folge bis jetzt. Mit den ganzen Kämpfen. Die bauen auch alle vom Level ab. Level 5. Ich glaube, ich muss mal Pamflam gleich von der ersten Stelle runternehmen. Sonst wird er hier overlevelt. Oh, Abra Level 5. Das sieht doch schon mal gut aus. Bediza. Ja, wir kämpfen erstmal weiter und danach setzen wir Pamflam mal runter. Und setzen die Glut ein. Ein Igler. Verteidigung steigt. Nein, ich möchte nicht wechseln. Nochmal eine Glut und damit ist Bidiza down. So, hat sie noch ein Pokémon? Ich hoffe nicht. Okay, sie ist besiegt. Und dann geht's nochmal zu ihm hier, falls du ein Trainer bist. Ja, du bist ein Trainer. Jetzt hab ich vergessen, Pamflam runterzunehmen von der ersten Stelle. Ja, egal. Dann eben danach. Macholo, okay. Mal was Neues hier. So, Macholo ist aber auch easy besiegt mit Pamflam. Zwei Hits. Macholo ist weg. Und Abra Level 6. Nice. Sebastian ist besiegt. Wir sahnen hier echt die Kohle ab. Und ja, damit wir es nicht vergessen. Pamflam mal runter und der Gott kommt nach oben. Aber ich würde erstmal sagen, das war's mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da. Abonnieren nicht vergessen, um kein Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und ciao.